Alles, was auf der Erde lebt, das wächst, ob es Tiere sind, Pflanzen sind, Menschen sind oder schließlich auch dein Geschäft, deine Unternehmung. Und ich werde dir heute anhand eines Beispiels der Sonne und der Pflanze und dem Prinzip dazwischen aufzeigen, was du heute für dein Geschäft lernen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen Hunderte von Menschen zu uns und wollen sich selbst beruflich verwirklichen, wollen in die Selbstständigkeit ihr Unternehmen zum Wachstum zu bringen oder schließlich verkaufen. Und alle haben sie ein Ziel und alle haben aber auch die Herausforderung, das Ziel zu erreichen, nicht von der Spur abzubekommen. Und das können wir heute von der Sonne und der Pflanze lernen. Was ist nun dieses wichtige Geheimnis, das zwischen der Pflanze und zwischen der Sonne vorherrscht? Nun, wenn du dir eine Pflanze kaufst und die bei dir zu Hause auf den Fenstersims stellst, dann fängt diese Pflanze an zu wachsen und du brauchst gar nichts einstellen, keinen Knopf zu drücken. Die Pflanze, die wächst immer Richtung Sonne. Darauf kannst du dich verlassen. Und du hast es sicherlich schon mal erlebt, was passiert, wenn du nun diese Pflanze ein wenig wegrückst, weil du die Pflanze vom Fenstersims runterstellen möchtest auf einen Wohnzimmertisch. Und das Fenster, was jetzt dahinter ist, das ist beispielsweise jetzt hier aufgebaut, dann kann es sein, dass diese Pflanze jetzt nicht mehr in der Sonne steht. Und wenn du jetzt weiter die Pflanze gießt und ein paar Wochen und Monate beobachtest, nun, da passiert etwas. Dann passiert etwas, dass diese Pflanze auf einmal wieder Richtung der Sonne wächst. Das passiert auch auf der anderen Seite. Wenn du auf dieser Seite dann wieder die Pflanze umstellst und die Pflanze ist jetzt in diese Richtung ausgerichtet, und es kann auch passieren, wenn du einige Tage diese Pflanze stehen lässt, dass sie anfängt wieder zu wachsen in die Richtung der Sonne, in die Richtung des Fensters. Nun, was kannst du daraus lernen für dein Geschäft? Das erste ist, was wir hier lernen können, die Lage, die Umgebung, die Rahmenbedingungen, der Markt, der ist ständig in Bewegung. Denn nur das, was tot ist, das wächst nicht mehr, das bewegt sich nicht mehr. Alles Lebendige, alles, was Energie hat, das bewegt sich. Und das gilt auch für dein Geschäft, das gilt für dein Leben, das gilt für die Marktumstände. Das Entscheidende ist also nicht, dass du dich erfolgreich fühlst und auch nur erfolgreich werden kannst, wenn sich nichts verändert, wenn alles so geschieht, wie in deinem Businessplan, Finanzplan geschrieben. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird sich alles verändern, denn das einzige Sichere im Leben, das ist die Veränderung. Damit du aber mit Veränderungen umgehen kannst, ist es viel wichtiger zu wissen, was dein Ziel, was deine Sonne ist. Das Entscheidende ist, dass du genau weißt, wohin möchtest du eigentlich wachsen? Was ist das, was dir Energie gibt? Und das nennen wir umgangssprachlich Ziele oder Visionen. Das nennen wir Richtungsgeber, Wertesysteme. Das ist deine Mission. Und dazu lade ich dich heute ein, dir genau Gedanken zu machen, unabhängig von der Lage, unabhängig von den Wetter- und Marktbedingungen, die du jeden Tag hast. Hast du etwas in deinem Leben, was die Sonne darstellt, wonach du dich immer wieder ausrichten kannst, auch wenn du durch in den tiefsten Wäldern verläufst, wo du genau weißt, ah, da ist die Sonne, in diese Richtung bewegen wir uns, das Team, dein Unternehmen, deine Entscheidung. Von daher gibt es zwei Bereiche in deinem Unternehmen. Ein Bereich, den kannst du beeinflussen und ein Bereich, den kannst du nicht beeinflussen. Und die Rahmenbedingungen, das, was sich täglich verändert im Markt, in deinem Unternehmen, deinen Mitbewerbern, bei deinen Kunden und den Bedürfnissen deiner Kunden, das kannst du nicht verändern. Das Einzige, was du verändern kannst, ist deine Sonne, ist dein Ziel und deine Vision. Und dazu lade ich dich ein, das nicht zu vergessen und auch den Businessplan hier nicht einfach zu leicht zu nehmen. Denn mitten im Businessplan formulierst du deine Vision, deine Ziele, deine Sonne. Wenn du Unterstützung brauchst, deinen Businessplan zu erstellen oder immer wieder deine Vision zu aktualisieren, sicherzustellen, dass du und dein Team auch genau wissen, was der Auftrag, die Mission ist, was die Leitziele, die Leitkennzahlen sind, die Rahmenbedingungen und was das Ganze antreibt und was die Werte dahinter sind, dann kannst du gerne mit uns einen Termin machen, ein kostenloses Erstgespräch mit einem Gutschein vereinbaren und gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zu deiner Sonne. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.